Der FSV Zwickau wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Im Heimspiel gegen den SV Meppen reichte es am Ende nur zu einem 1:1. Im Vergleich zum Auswärtsspiel in Köln gab es drei Veränderungen in der Startelf. In der Innenverteidigung begann Adam Susak für Max Reinthaler. Im zentralen defensiven Mittelfeld spielte Yannick Möker für Nils Butzen. Und im offensiven Mittelfeld bekam Marius Hauptmann den Vorzug vor Johann Gomez. Den Zwickauer Führungstreffer erzielte Marco Schikora in der 17. Minute. So ging es dann auch in die Pause. Meppen belohnte sich dann kurz nach der Halbzeit. Eine Eingabe von Fedel wurde von Tankulic auf Hemlein abgelegt, der flach zum 1:1 traf. Erst nach dem Gegentreffer kam der FSV wieder besser ins Spiel und hatte dann auch noch Chancen zum Siegtreffer. Am Ende blieb es beim 1:1 unentschieden gegen den SV Meppen. Das nächste Spiel des FSV Zwickau findet am kommenden Samstag statt. Dann ist Zwickau bei Eintracht Braunschweig zu Gast. Wir kommen gut rein. Mit dem Standard, sage ich mal, wo wir direkt das Tor machen. Aber dann ja nicht wirklich mehr dran geblieben, hatten kaum noch Torchancen. Gute Torchancen. Dann zweite Halbzeit, sage ich mal, kommen wir gut raus. Da, wo ich alleine aufs Tor zulaufe, muss ich dann natürlich aufs Tor bringen, den machen. Und im Nachhinein dann einfach nicht mehr konsequent gewesen, dann 1:1 bekommen. Und danach noch gute Chancen gehabt, aber leider nichts. Dabei waren wir gekommen. Wir hatten vor allem in der zweiten Halbzeit ein paar Chancen, wo wir Tor machen müssten. Und muss man auch klar sagen, der Gegner hat auch ein paar Chancen gehabt. Und mit ein bisschen Glück hätten wir das Spiel gewonnen natürlich. Aber ich glaube, ein Punkt geht für beide Mannschaften in Ordnung, weil muss man sagen, auch der Gegner hat auch guten Fußball gespielt. Und klar, hätten wir gerne gewonnen, aber wir müssen den Punkt mitnehmen und weitermachen. Ich hatte ein gutes Gefühl bei der Flanke und Steffen geht gut, super hoch zum Kopfball. Ist ärgerlich, dass er letztendlich nicht im Tor landet. Das wäre so ein bisschen der Lucky Punch gewesen, den wir uns, glaube ich, alle gewünscht hätten. Definitiv ein schweres Spiel. Braunschweig ist, glaube ich, ein großer Name. Und ich glaube einfach, dass wir so weiterarbeiten müssen und dann unsere Torchancen, die wir durchaus in jedem Spiel bisher hatten, nutzen müssen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir weiter so konzentriert arbeiten wie bisher, dass es mit dem ersten Dreier eine Frage der Zeit ist. Ja, ich glaube, die haben auch in den ersten zwei Spielen ein bisschen Probleme gehabt. Die werden auf jeden Fall alles investieren, dass die vor allem von den eigenen Fans gewinnen. Und wir müssen gut dagegen stehen, gut verteidigen und natürlich unsere Chancen nutzen. Nee, einfach die letzte Konsequenz, wirklich einfach drauf zu hauen und das Ding reinzumachen. Natürlich bin ich froh, endlich meine ersten Minuten gesammelt zu haben. Ist sicherlich immer deutlich, deutlich cooler, deutlich angenehmer vor Fans zu spielen. Die pushen einen auch und ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Also die Geisterspiele hatte man jetzt auch satt und bin auch froh, dass jetzt endlich wieder Fans da sind. Wollen wir hoffen, dass das so bleibt. War ein super Gefühl. Ich war, muss ich sagen, obwohl ich schon die Erfahrung habe, war auch ein bisschen aufgeregt. Und ich habe echt die Vorfreude gehabt und ich habe mich auf das Spiel richtig konzentriert und fokussiert. Die Stimmung war super, die Fans waren super. Schade, dass wir nicht gewonnen haben.